Die Jeunesse St. Johann organisiert ein Jeunesse-Familienkonzert. Also es gibt pro Jahr zwei Jeunesse-Familienkonzerte, wo wir versuchen, eine neue Publikumsschicht anzusprechen, nämlich insofern, dass Eltern mit ihren Kindern in ein Konzert gehen können. Und unser Auftrag darin liegt sozusagen, dass die Kinder mit ihren Eltern auch klassische Musik kennenlernen können, verschiedene Instrumente, solistische Dinge, aber auch Ensemble-Dinge. Und heute ist es insofern eine Besonderheit, weil es zwar ein Jeunesse-Familienkonzert sein wird, aber sozusagen wir im Vorfeld zusammen mit der Volksschule St. Johann versucht haben, die Kinder in dieses Konzert mit einzubauen. Also sie werden da als Sänger, Tänzer und Schauspieler mitwirken und das ist im Grunde genommen auch für die Jeunesse ganz ein wichtiger Auftrag. Ich hatte die Idee zu diesem Stück und ich habe ein großes Interesse für Interaktionen in Konzerten mit Kindern. Und das hier ist ein Versuch, eine Konzertsituation aufzubauen, aber zugleich auch Kinder mit einzubeziehen. Ich denke, es ist für Sie ein ganz großes Erlebnis, ein Teil von einem Konzert zu werden. Und auf der anderen Seite sind sie dazu da, um die ganze, um eine Geschichte zu erzählen, die auch für die Kinder im Publikum interessant ist. Willkommen in Stradivarius, im Land der musikalischen Wälder, wo Hexenwesen tanzen. Die Geschichte ist ganz leicht, es ist wie ein Märchen quasi. Seite. Gestimmt. Wirbel. Gut zu drehen. In meinen Augen ist alles in Ordnung mit dem Instrument. Bitte ein A. A. Nicht Sie, das Cello. Hauptthema ist natürlich der Zauber der Musik, der verzaubern kann. Und im Endeffekt ist das Ziel, dass durch diesen Zauber die Instrumente auch anders klingen können. Also dass durch diese Klanggeschichte zum Beispiel auch ein anderer Bereich von Musik angesprochen wird, nämlich diese freie Improvisation, dass die auch Platz hat und dass da die Kinder natürlich einen ganz großen, wichtigen Teil davon auch mitspielen. Organisatorisch ist es so, dass ich das ganze Material mitgebracht habe in die Volksschule und die Hauptarbeit und auch das Hauptengagement liegt bei den Volksschullehrerinnen, die das erarbeitet haben, jetzt über Wochen. Und das ist eigentlich eine sehr schöne Geschichte, weil es dann im Klassenverband passiert. Also es ist kein Kind irgendwie ausgeschlossen, sondern es ist wirklich für die ganze Klasse.